gut. Dann begrüße ich recht herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Alles vom Spiel am Montag gegen den FC Basel. Runde 27 in der Raiffeisen Super League. Infos von mir gibt es grundsätzlich keine. Vielleicht auch noch eine Randbemerkung. Das Spiel wird live auf SRF übertragen am Ostermontag. Und los geht es gerade um 20.04 Uhr. Dann mit der Vorschau, respektive mit dem Vorblick, geht es dann dort los. Ja, jetzt kommen wir bereits zu der personellen Situation zum Spiel. Das ist jetzt halt noch ein bisschen weiter weg, aber trotzdem mal zwei, drei Namen dazu. Gesperrt ist der Sedi Gasser, wird sicher fehlen. Dann verletzt haben wir den Linus Obexer und den Boris Prokopic. Ein bisschen fraglich ist Sandro, der Milan Gajic, der Dejan Čokić, der Nico Hug und auch der Gabriel Lüchinger. Gefördert der Gabriel Lüchinger mit 7 gelben und der Manu Sutter mit 3 gelben Karten. Ja, Sandro, den Start noch gerade. Nach einer längeren Zwangspause bist du endlich wieder zurück. Zuerst mal fragen, wie fühlst du überhaupt? Und ja, bist du heiß oder nicht? Was geht dein nächster Club? Ja, gegen Basel bin ich immer extrem motiviert. Ja, vom Fuß her ist es deutlich besser als vor der Nazi-Pause. Und ja, jetzt sind wir uns am Herentasten und bis jetzt ist alles gut. Ja, Mario, vor der Länderspielpause noch der wichtigste Sieg auswärts in Genf. Wie breit ist jetzt die Brust im Hinblick auf das Spiel am Montag gegen Basel? Sammeln am Montag. Also momentan ist sie schon breit. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wir Montag wieder auftreten in Basel am Montag. Ja, es sollte eine Blaupause auf unserer Match in Genf. Wir sollten probieren, die Leistung wieder zu wiederholen und ähnlich gut zu verteidigen. Und dann haben wir sehr unsere Möglichkeit, in Basel etwas zu holen. Super, danke ihr beiden. Ich auch gerne. Ja. Sandro, jetzt hat es doch länger gedauert, als wir es am Anfang. Ganz am Anfang hat man es gedacht, dann hast du gesagt, okay, es geht wieder ganz gut, es hat doch länger da, bis sehr nervt es dann auch, dass es dann wieder so lange dauert. Ja, schon sehr frustrierend gewesen. Es ist viel länger gegangen, wie wir eigentlich gedacht haben. Vielleicht habe ich dann auch ein bisschen zu früh wieder angefangen und wollte es durchzwingen. Aber dann habe ich eben eine Reaktion genommen im Training und dann hat es mich ein bisschen zurückgeworfen nochmal. Und jetzt sind wir da schon vorsichtiger, aber bis jetzt habe ich keine schlimmen Reaktionen. Es geht gut, fühlt sich auch gut an im Training. Und, ja. Wie siehst du den Prozentsatz für so einen Montag? Sind ja noch ein paar Tage hin? Ja, wenn es an mir geht, 100%. Ist möglich. Und, ja. Du musst mit den Physios reden, die bremsen mich bei mir. Die Frage kann ich nicht, bin ich nicht nachher. Fußgeitsch, Jokic und Wieser. Was ist denn den Obex, wenn wir noch dabei sind? Ja, du hast es ja mitbekommen beim Testspiel gegen Biel. Hat einen Zellerstoß gehabt und dann muss man jetzt so von Tag zu Tag schauen. Mit der Kopfverletzung ist nicht Spass. Und da sagen wir, er hat bisher nur Jogging gemacht, also nur Laufen. Und das schauen wir jetzt an, wie man tagtäglich reagiert. Prokopic ist auch noch weiter weg. Nochmal? Prokopic ist auch noch weiter weg. Ja. Prokopic war noch länger, ja. Und bei den Fraglichen sind eigentlich ein paar, wo sind die Chancen gut, wo sind es einige gut. Jetzt ist auch noch ein bisschen weit weg. Eben, ist jetzt die Chance eigentlich bei allen, die fraglich sind, eigentlich gut, bis auf Obexer, mal schauen. Aber der Rest ist eigentlich reine Vorsichtsmaßnahme und fraglich haben wir es auf drei genommen, weil wenn bis Montag so viel Zeit ist, oder? Ich rede eigentlich schon mit allen für am Ende. Das erste Spiel in Basel war ja das 2-2, ein guter Auftaktsaison. Wurde das hergezogen oder hat sich Basel inzwischen auch wieder verändert? In dem Ganzen? Oder wie spielt auch dieses Corona-Teil bei denen jetzt mit allen, dass der Kasami nicht dabei ist? Es ist so lange her. Ich glaube, es ist extrem schwierig, die Match zu vergleichen. Ich glaube, dass Basel dort will gut starten damals. Wir wissen ja alle, was rundherum für ein Chaos ist. Ich kann mir keinen Einfluss nehmen, aber es belastet die Mannschaft sehr auch in einem gewissen Maß. Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Leistung bestätigen kommen von Genf. Es ist für uns non plus ultra. Und dann machen wir auf, ja, natürlich ist es ja, nicht schlecht für uns, einen Kasami nicht spielen. Das ist ja klar, schon für jeden einen Unterschied spielen. Ich soll jetzt aber trotzdem den ganzen Chaos, der in Basel vorherrscht, nicht vergessen, was für eine Top-Mannschaft das sie nach wie vor sind. Natürlich ist die Kritik von außen extrem und der Druck wird riesengroß sein. Es liegt auf uns, in das Leben noch schwerer zu machen. Also eine schönere Ausgangslage für ein Auswärtsspiel in Basel wirst du wahrscheinlich nie mehr bekommen. Du hast gesagt, der
das pufft dort eine belastete Mannschaft. Hast du mal irgendwas in die Richtung erfahren in deiner Karriere? Wie stark belastet so etwas? Also ich komme auch noch von weiter mit über die Klasse, nicht zu wenig nachtragen. Aber allein das, was man natürlich jetzt liest und so weiter, ist natürlich schon, geht ja gerne um Sportliche. Ich glaube, wir sind eigentlich nur noch dran, Notiz, das Spiel gegen uns. Und ja, ob dann dort alle Spieler oder auch der ganze Staff den Fokus wirklich auf uns legen kann, ist am Ende mächtig. Von der Grundordnung kann man davon ausgehen, dass es wieder nicht wie im Testspiel war, sondern wie die Spiele davor. Genau. Ja. Das Testspiel war einfach so, dass man ja, wir müssen ein System überlegen, damit die alle Spieler locken. Und wenn wir halt so viele Stürmer haben, haben wir dann auf zwei wieder umgestellt. Das war eigentlich der Hintergedanke. In der Pause hast du irgendetwas noch im Fokus gelegt im Training, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat und nicht immer noch mal regenerieren, wie es aus? Ja, wir haben jetzt viel auf die spielerische Qualität haben wir wirklich gesetzt. Ähnlich auch wie vor dem Gamespiel. Also es ist jetzt wenig um Regeneration gegangen, ich glaube, es war recht streng. Sondern zwar ein, zwei Mal ausgesetzt, hat das ganze Programm mitgemacht. Das kann ich nicht fragen. Aber ich glaube, so wenn ich die Spieler in die Augen schaue, sieht man schon, dass sie relativ müde sind heute. Und ja, wir haben noch genug Zeit, wir haben morgen frei. Dann Samstag noch das Training, Sonntag Abschlusstraining und Montag werden wir oft ein bisschen spritzig sein, werden aggressiv sein und werden Basel probieren, das Leben schwer zu machen. Wie sehr merkst du auch, oder Sandro, an dich als Spieler, wie sehr merkt man auch jetzt, dass man endlich mal punktgleich ist mit Sion, dass man nicht immer nur hinterher häkeln muss, dass man jetzt wirklich mal die punktgleich ist, dass man den Anschluss mal geschafft hat? Ja, ist natürlich schön, dass es so ist, aber es heißt ja noch nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir auf uns schauen und eben unseren Punkteschnitt, den wir uns vorgenommen haben, dass wir das durchziehen, bis alle Spiele vorbei sind und dann sind wir auch vor sie, bin ich überzeugt. Und noch einen anderen. Ja. In der Nazi da die Goalie-Rochade, also langweilig nach Kürferlutz, oder? Beide haben keine Spieler und das Nummer 1 ist ausgeräumt, oder? Ausgeräumt. Ja, da haben wir auch keinen Einfluss drauf gehabt. Natürlich haben wir so gerne gesagt, dass der Justin 7 Minuten überkommt, ist ja klar. Und ja, da bin ich jetzt genug Zeit, um sich gut auf den Montag vorzubereiten. Ja. Aber es war nicht abgesprochen. Mit uns nicht, nein.